Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich habe heute ein ganz leckeres, ganz einfaches, sehr schnelles und total schönes Gericht für euch. Ich mache heute nämlich eine Zitronenfrüchtetart. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere wieder, oh Gott, nicht schon wieder die WM. Ich weiß, einige sind im WM-Fieber, andere wollen es lieber gar nicht erst wissen, weil sie keine Fußballfans sind. Aber diese Tart habe ich zwar jetzt so ein bisschen schwarz-rot-goldmäßig dekoriert, aber ihr könnt natürlich auch ganz andere Früchte nehmen und ein ganz anderes Muster drauf zaubern. Ich habe mich einfach dazu entschlossen, diese Tart zu machen, weil ich finde, dass man bei diesem Wetter nicht so viel in der Küche stehen will, selbst ich nicht. Und ich bin lieber draußen in der Natur und deswegen sollte es ein schnelles Rezept sein, ein sehr einfaches und das ist wirklich für jedermann. Ich habe außerdem darauf geachtet, dass ich jetzt einfach so einen Mürbeteig gemacht habe und ich habe den Mürbeteig zweimal gemacht und zwar einmal mit normalem Mehl und einmal mit glutenfreiem Mehl. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal meine Erfahrungen und wie es mir dabei ergangen ist, als ich die Torte zubereitet habe oder die Tart besser gesagt. Und deswegen nehme ich euch jetzt direkt mit in die Küche und werde den Mürbeteig vorbereiten. Für den Mürbeteig brauchen wir 125 Gramm Butter, 250 Gramm Mehl, 80 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz und ein Ei. Und hier zeige ich euch jetzt noch das glutenfreie Mehl. Und zwar fühlt sich das an so wie Speisestärke, also richtig fein, sehr pulverig. Und mit dem werde ich später noch den zweiten Mürbeteig vorbereiten. Jetzt gebe ich einfach alle Zutaten in meine Schüssel und werde sie dann ganz schnell mit meinen Händen zu einem Kneteig verkneten. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Küchenmaschine mit den Knethaken machen, aber der Teig ist innerhalb von 2 Minuten geknetet und sollte einfach ganz schnell verarbeitet werden. Danach wickle ich ihn in etwas Frischhaltefolie ein und gebe ihn dann für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. Den glutenfreien Teig werde ich für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank geben. Hier könnt ihr einfach mal den Unterschied sehen zwischen dem normalen Teig mit normalem Mehl und dem glutenfreien Teig. Meine Tarts werde ich jetzt in der Tartbackform backen. Ich habe das jetzt hier auch mit einer Obstkuchenform mal versucht und ich bin mit diesen 2 Formen nicht ganz zufrieden, weil man einfach den Boden nicht herausheben kann. Ich habe jetzt bereits für mich Tartformen mit herausnehmbarem Boden bestellt. Die haben auch einen schönen welligen Rand. Und jetzt müsst ihr den Teig etwas größer als eure Form ausrollen, damit ihr einfach noch einen schönen Rand bekommt. Das Ganze mache ich auf meinen Silikonmatten, weil die einfach nicht kleben und ich einfach sehr wenig Mehl benutzen kann. Die Tartformen werde ich jetzt noch mit Butter bepinseln und dann mit etwas Mehl bestäuben, damit da später einfach nichts dran klebt. Und kann dann mit meinem Silikonausrollstab ganz einfach den Teig ausrollen. Der Silikonausrollstab hat einfach den Vorteil, dass man nicht so viel Mehl benutzen muss, weil einfach nichts dran haften bleibt. Und er hat keine Griffe, das heißt, ihr müsst ja mit den Händen dann in der Mitte ansetzen und habt dann so immer den gleichen Druck und könnt so euren Teig schneller und viel besser ausrollen. Ich habe jetzt bei dem glutenfreien Teig den Fehler gemacht, dass ich den Teig zu dünn ausgerollt habe und dann praktisch zu viel Teig übrig blieb. Das macht ihr bitte nicht, sondern rollt ihn etwas dicker aus, sodass der Teig ganz genau für diese Form reicht. Ich habe eine 24 cm Form benutzt, denn mein Teig ist anschließend gebrochen, aber das zeige ich euch später dann einfach. Mit der Silikonmatte habe ich einfach den Vorteil, dass ich den Teig mit der Silikonmatte direkt auf meine Form legen kann und kann dann so den Teig in die Form gleiten lassen, ohne dass ich zu sehr drücken muss und aufpassen muss, dass mir der Teig nicht reißt. Und dann kann ich einfach die Ränder wegnehmen und wie gesagt war das jetzt bei mir zu groß, deswegen solltet ihr den Teig nur etwa 26-27 cm groß ausrollen und dann dürfte das Ganze ganz perfekt passen. Der Teig wird jetzt noch mit einer Gabel eingestochen und muss dann nochmal für etwa 15 Minuten in den Gefrierschrank. Und in dieser Zeit heize ich schon mal den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor und werde anschließend den Teig darin für etwa 25 Minuten backen. Man kann jetzt hier bereits erkennen, dass der Teig etwas zu dünn war und deswegen ist er mir leider auch gebrochen und ich konnte ihn nicht weiterverwenden. Deswegen dürft ihr den glutenfreien Teig nicht zu dünn ausrollen, also das war jetzt auch mein Fehler, wieso das passiert ist. Das Ganze habe ich dann nochmal gemacht in der gleichen Form, habe ihn nicht zu dünn ausgerollt und dann hatte ich einen wunderschönen Tartteig. Anschließend könnt ihr das Ganze aus der Form stürzen
und dann wieder umdrehen und zum Abkühlen am besten auf ein Kuchengitter legen, damit einfach von oben und unten die Luft entweichen kann und der Teig richtig schön knusprig bleibt. Nun werde ich anschließend das Lemon Curd vorbereiten und dieses habe ich jetzt heute in einem Topf gemacht, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie man das Lemon Curd im Topf zubereitet. Ich hätte es jetzt privat in meinem Thermomix zubereitet, weil ich da einfach nicht dabei stehen muss und das Ganze rühren muss. Dafür braucht ihr 2 Eier, 100 ml Zitronensaft, 150 Gramm Zucker, 50 Gramm Butter und 2 Esslöffel Zitronenschale. Die Zutaten kommen alle gemeinsam in den Topf und werden einfach mal schön glatt gerührt. Und bei mittlerer Hitze werde ich dann das Lemon Curd schön verrühren und unter ständigem Rühren leicht köcheln lassen, bis die Masse richtig schön dick ist. Also das dauerte bei mir jetzt so etwa 5 bis 8 Minuten. Und da müsst ihr wirklich ständig rühren, damit einfach das Ei nicht stockt, sondern das Ganze richtig schön gebunden wird. Danach könnt ihr dann das Lemon Curd direkt in die abgekühlte Tartform geben. Wer möchte, kann es vorher noch durch einen Sieb streichen, damit auch wirklich keine Klümpchen darin enthalten sind. Mir war das Lemon Curd ein bisschen zu süß, das heißt, ich würde das nächste Mal nur 100 Gramm Zucker nehmen und eventuell etwas weniger Lemon Curd einfüllen. Für die Deko habe ich jetzt eine Mango genommen. Und bei der Mango solltet ihr beim Kauf darauf achten, dass sie etwas weich ist und nicht mehr ganz grün, denn das zeigt auch, dass sie eben essreif ist und schön süß ist. Die Mango wird jetzt halbiert mit einem scharfen Messer und zwischendrin ist ein ganz großer flacher Kern. Den müsst ihr mit einem Messer umfahren. Das merkt ihr dann einfach am Widerstand. Und auf der anderen Seite eben genauso, sodass der Kern in der Mitte einfach am Stück bleibt. Dieses Stück mit dem Kern habe ich jetzt zur Seite gelegt, da werde ich aber danach noch das Fruchtfleisch entfernen, sodass einfach nur noch der Kern übrig bleibt und der kann dann weggeschmissen werden. Die 2 Mangohälften werde ich jetzt nicht schälen, sondern werde sie einritzen und da passt ihr auf, dass ihr sie nicht ganz durchschneidet, denn dann könnt ihr später die gewürfelten Mangostückchen ganz einfach entfernen. Zuerst werden jetzt Längsstreifen eingeschnitten, die waren bei mir jetzt etwa 1 cm breit. Dann die Querstreifen dazu, die waren auch 1 cm breit. Und dann könnt ihr die Mango etwas nach außen formen. Und die abstehenden Fruchtstücke könnt ihr dann ganz einfach mit dem Messer abnehmen, ohne dass ihr jetzt einen großen Aufwand habt. Und so könnt ihr richtig schöne kleine Mangostückchen abschneiden. Ich wollte jetzt meine Tarte eben in dieser Deutschlandflagge machen, deswegen habe ich die Mango als gelbe Frucht genommen, dann die Himbeeren als rote Frucht und Brombeeren als schwarze Frucht. Ihr könnt natürlich jede andere Frucht nehmen und ich werde auch meine zweite Tarte ohne diese vielen Früchte belegen, sondern einfach mit ein paar Himbeeren dekorieren. Ich habe dann damit begonnen, die Tarte von außen nach innen zu dekorieren und zwar außen eine Reihe Brombeeren. Dann kam mein Mann dazwischen und fand die Idee besser, 2 Reihen Brombeeren zu machen, 2 Reihen Himbeeren und dann den Rest mit den Mangostückchen. Ihr könnt es natürlich so dekorieren, wie ihr das möchtet. Und dann ist die Tarte auch schon fertig. Ich bin jetzt wieder daheim und zeige euch jetzt den Kuchen einfach mal angeschnitten. Muss man ein bisschen vorsichtig sein und ein sehr scharfes Messer benutzen, weil der Teig ja sehr knusprig ist. Aber das wollen wir ja auch so. Das ist jetzt der nicht glutenfreie. Sieht auch wunderschön aus, oder? Mit den verschiedenen Beeren drauf, mit den Früchten, hier unten der Keksboden, dann die leckere cremige Zitronenschicht und dann einfach fruchtige Beeren. Und jetzt zeige ich euch noch den glutenfreien Kuchen.
Natürlich ist es jetzt so, ich habe das jetzt alles in einem Ofen gebacken, habe mit dem gleichen Werkzeug gearbeitet. Also das würde ich jetzt keinem geben, der wirklich eine Glutenunverträglichkeit hat, weil da muss man ja wirklich sehr penibel sein und auch getrenntes Werkzeug benutzen. Das darf alles nicht in Berührung kommen, nicht mal der Staub von Weizenmehl oder so darf damit reinkommen. Aber ich wollte einfach mal wissen, wie das ist, mit diesem Mehl zu arbeiten. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr toll. Ich finde das Mehl richtig klasse. Da muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr aufpassen beim Schneiden, weil der etwas zarter auch ist. Ja. Aber der ist wirklich total zart. Also auch vorhin, als ich diese Keksbrösel gegessen habe. Oh, die sind total lecker. Hier. Ups. Hab ja gesagt, sehr zart. Und richtig lecker mit dem Lemon Curd. Und ihr habt ja wahrscheinlich mein Video gesehen über glutenfreies Backen. Und falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne hier nochmal anklicken oder in der Infobox. Und zwar hatte ich eine E-Mail von der lieben Nele bekommen, die mir einfach so über ihre Unverträglichkeit geschrieben hat. Und das hat mich ja so sehr betroffen gemacht. Und das war ja nicht die einzige E-Mail, die ich empfangen habe, sondern das waren ja mehrere. Und deswegen hatte ich ja das Video gemacht. Und dabei hat mich eben die Firma Dr. Share unterstützt mit Informationen. Und ich habe ganz viel gelesen auch. Und auch die Anne vom glutenfreien Shop in Barkhäusl hat mich sehr unterstützt und hat mir alle Fragen beantwortet. Und ich habe ihr dann diese Produkte von Share eben mir zugelegt und habe ihr dann damit das eben ausprobiert. Und jetzt hat mir die Firma Dr. Share, nachdem ich dieses Video gemacht habe, eine ganze Produktpalette geschickt, damit ich sie der lieben Nele schicken kann, weil die hat es auch ganz arg berührt, was eben in dieser E-Mail drin stand. Deswegen, liebe Nele, sind diese ganzen Produkte, die du hier siehst, alle für dich. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß damit. Ich zeige es hier auch mal. Und auch mein Lieferant war jetzt da ganz arg behilfreich. Und zwar die Firma Steter hat sich jetzt dazu bereit erklärt, dir ein Backstarter-Set von mir zu schenken. Und zwar kannst du das hier sehen. Und zwar ist das mein Backstarter-Set, was du aus meinen Videos wahrscheinlich schon kennst. Da fehlt jetzt noch die eckige Backunterlage. Die ist natürlich auch dabei. Und auch eine zweite Dauerbackfolie. Aber bei mir steckt alles gerade in Kartons, deswegen konnte ich das dir jetzt nicht zeigen. Und das bekommst du alles zur Verfügung gestellt. Und natürlich auch eine Schürze von mir. Keine handgemachte, aber eine Schürze aus meinem Shop. Und das ist alles für dich und auch für die anderen, die vielleicht an Glutenunverträglichkeit leiden, habe ich mir jetzt gedacht, weil ich diese Produkte jetzt auch in doppelter Ausführung bekommen habe, dass ich da jetzt einfach so eine kleine Verlosung mache. Das heißt, wenn ihr gerne die Produkte von Share haben möchtet, schreibt einfach einen Kommentar unten in die Kommentare und ich stelle dann einfach das Päckchen zusammen und ihr müsst mir dann eben noch eine E-Mail schreiben mit eurer Adresse. Aber das macht ihr bitte erst, nachdem ich euch über den Kommentar dann kontaktiert habe und dann bekommt ihr einfach die Sachen, weil ich brauche die ja im Prinzip gar nicht. Ich finde sie zwar ganz lecker, aber ich denke, dass ihr sie eben viel eher gebrauchen könnt. Und bevor ich jetzt das Video beende, möchte ich mich ganz kurz bei der Gruppe, bei der Facebook-Gruppe Zöliakie Austausch bedanken, weil ich dort auch mein Video gepostet habe und da ganz, ganz viel Feedback bekommen habe. Vielen Dank an der Stelle und ich habe gesagt, ich melde mich mal wieder, wenn ich Hilfe brauche oder einen Ratschlag. Und ich glaube, dieses Video habt ihr jetzt bestimmt auch schon gesehen, weil ich es da gepostet habe. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Und falls ihr die Gruppe noch nicht kennt und auch betroffen seid, dann geht da einfach mal rein. Da ist wirklich ein reger Austausch und da könnt ihr Fragen stellen, bekommt alle Antworten und das finde ich ganz toll. Das Rezept gibt es natürlich auf meinem Blog auf www.zellistortenwelt.de. Ich nehme jetzt die Torte, verteile noch ein bisschen an meine Nachbarschaft. Ich bin ja umgezogen, da muss man ein bisschen... Hey, hör auf, die Nachbarn zu zeigen. Ja, dann viel Spaß. Da kannst du noch einige Torten backen. Ja, ich gehe zu meinen Nachbarn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Einfach von Betroffenen im... Oh Mann, total verheddert. Schatz, kannst du bitte sitzen bleiben? Ja, ich würde mal neues ausprobieren. Du lenkst mich total ab, ja, mit deiner... Warte, jetzt. Du machst hier voll Distanz auf dem Tisch. Irgendwann stehe ich über mir und ich kann nicht reden, weil du mich ablenkst. Oh, nochmal.
bleibt bitte sitzen.